Willkommen zur Umstyling Challenge. Ich bin Daniel von SimFans.de und hier geht es darum, zu einem bestimmten Thema, und in dieser Woche ist es dieses, die Sims kennenzulernen, sie umzustylen und dann mit der Community zu teilen. Das ist die Umstyling Challenge. Die Sims, die stellen sich gleich vor. Pass also auf, um relevante Details und Informationen nicht zu verpassen. Die Must-Haves und die Wünsche zu unterscheiden und Relevantes rauszufiltern, das ist Teil der Challenge. Hey, ich bin phänomenal. Ja, das ist mein Name. Ich bin ein Geek und ich stehe mega auf Geister. Der Nervenkitzel, wenn ich mit meiner, ja okay, etwas tollpatschigen Art die Geheimnisse in Spukhäusern untersuche, das bringt mich schon total auf Touren. Dabei kleide ich mich meist ja dunkel ein und lege sogar auch etwas creepy, aber doch schlichtes Make-up auf, um die Geister unbemerkt beobachten zu können. Böse Kreaturen ziehen mich in ihren Bann. Selbst bin ich ja auch irgendwie eine, muss ich schon zugeben, ja. Hey, mein Name ist Paranormal. Ich bin schon eine Spinnerin und liebe bunte Accessoires und krasse Farben, ja, wie lila Töne und dunkles Grün. Ich hab schon eine große Fresse, okay, aber ich bin auch manchmal auch gemein drauf. Manche sagen das zumindest zu mir. Mit meiner unberechenbaren Art möchte ich die Geister verwirren, um als paranormale Ermittlerin erfolgreich zu sein. Passt auf, Geister, hier kommt Para, nehmt euch in Acht. Hi, ich bin Medina Medium. Geister haben mir immer Angst gemacht. Also habe ich versucht, mit ihnen zu kommunizieren. Wenn ich groß bin, will ich als Medium die Geisterarten besser verstehen und kennenlernen. Manche sagen, ich sei ein Genie. Ich mag alles, was glänzt, leuchtet und glitzert, um so die Geister zu blenden und zu verjagen. Und trage immer eine Uhr, um die Geisterstunde nicht aus dem Blick zu verlieren. Verbinde die Vorgaben und Wünsche der Sims und das Thema mit deiner Kreativität. Stelle dir dabei vor, die Sims besuchen einen Stylisten. Genetikelemente zu verändern, wie beispielsweise die Hautfarbe oder die Körperform, ist also nicht erlaubt. Wenn du das Alltagsoutfit der Sims verändert hast, lade sie mit diesem Hashtag wieder in die Galerie als Haushalt hoch und like und downloade die anderen, die dir auch gefallen. In einem Showcase-Video werde ich mir eure Kreation dann anschauen. Ganz viel Spaß!